Ich glaube, bis jetzt habe ich eigentlich ein ziemlich sattes Leben gehabt. Sehr bewusst satt und manchmal nicht ganz leicht, aber tolles Leben. Abenteuerlich und waches Leben. Und was jetzt kommt, was vor mir liegt, ist die Chance, eine so große Bedrohung zu bewältigen und daraus auch vielleicht auf einer ganz neuen Ebene Leben zu erleben. Also ich blicke einfach mit Optimismus vor. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time that you do. And it's time, time. So, das hat bestimmt noch Platz. Die Familie Emmert-Sinzinger. Ralf, der Vater, Projektleiter bei der Pocket Opera Company in Nürnberg. Hanne, die Mutter, Therapeutin an der Psycho-Onkologie der Uniklinik Erlangen. Alicia und Fabian, die Kinder, beide Schüler an der Waldorfschule. Eine Familie, wie viele andere auch, mit allen Höhen und Tiefen. Bis zu einem Tag im Juni 2005. An dem Freitag damals, im Juni, ist Hausärztin, die kam dann rein, kreidebleich und echt Stotter. Und dann habe ich gesagt, was ist los? Dann hat sie erst mal gesagt, schlechte Nachrichten. Das ist ein Pankreaskrebs mit Lebermetastasen. Es ist ein sehr aggressiver Krebs, muss man sagen. Einer der aggressivsten, den wir so kennen hier in der Gastroenterologie. Und die Prognose ist an sich nicht allzu gut.